Geburtstagsstimmung im Rostocker Zoo. Das Polarium hat einjähriges Jubiläum. Das Polarium im Rostocker Zoo ist eine Kombination aus Naturkundemuseum und Zoo. Es ist nicht nur das Zuhause von Eisbären, Humboldt-Pinguinen und exotischen Meeresbewohnern, sondern gleichzeitig wird auf die Lebensweise der Eisbären und deren Bedrohung aufmerksam gemacht. Diesen Sonntag gibt es für die Eisbären Kuchen und Geschenke, denn das Polarium wird ein Jahr alt. Wir haben mal so ein Fazit gezogen nach einem Jahr Polarium und es ist einfach großartig. Das Erste, was natürlich wichtig ist, dass es den Tieren wirklich, wirklich gut geht. Das kann man sich anschauen, da kann man sich von überzeugen. Wir waren am Anfang natürlich ein bisschen mit Sorge und haben gedacht, naja, werden die Besucher es annehmen? Sie haben es angenommen. Also das ist wunderschön geworden. Ich war ja heute zum allerersten Mal drin und ich bin begeistert. Es ist sehr schön. Es ist einfach viel mehr Platz als früher. Die Eisbären sieht man halt auch ein bisschen mehr in ihrer Interaktion. Für das nächste Jahr sind schon einige Projekte in Planung. Bei den Meereswelten werden wir natürlich noch verschiedene andere Arten hineinbringen und natürlich im Mittelpunkt stehen die Eisbären. Wir hoffen, dass es dann Nachwuchs gibt.